Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich dachte, ich starte das Video direkt mal mit meinem erfolgreichen Fail. Und zwar habe ich hier mein Essen für die Uni vorbereitet. Wir hatten noch so Pasta-Reste, die habe ich dann einfach in eine Brotbox gefüllt und wollte dann daneben, weil die ja so schöne Abteilungen hat quasi, mein Porridge machen, dass ich dann Frühstück und Mittagessen direkt in einem habe. Und dafür habe ich mir dann auch ein bisschen Obst geschnitten und habe das Ganze dann hier so schön, ja, vorbereitet, ne? Man sieht, es ist auch gut vollgestopft und leider habe ich dann festgestellt, dass das alles nicht ganz so gepasst hat mit dem Porridge, weil ich das nicht quasi luftdicht oder auslaufsicher verschließen konnte. Dann musste ich das Porridge in der einen Ecke einmal umfüllen in das kleine Döschen und dann habe ich einfach wirklich alles da reingequetscht und zugepresst und gedrückt, bis es halt einfach dann zuging. Und dann dachte ich auch, dass das ganz gut geklappt hat und sah auch eigentlich ganz gut aus, aber leider hat es nicht geklappt, denn ja, ich durfte dann schmerzhaft feststellen, dass das Ganze nicht auslaufsicher war, nicht luftdicht verpackt war. Ich mache meine Brotdosen immer noch in so eine Tüte, weil ich paranoid bin. Und ja, dann habe ich das Ganze halt wieder umgefüllt, aber konnte dann somit auch noch meine neueste Errungenschaft nutzen, und zwar diesen Agavendicksaft Vanille. Kann ich wirklich sehr empfehlen, finde ich sehr, sehr lecker. Ansonsten habe ich dann noch meine Wasserflasche gefüllt und hier dachte ich, zeige ich euch nochmal ganz schnell, was ich immer so mitnehme. Hier habe ich, wie ihr es von mir kennt, meine ganzen Taschen für die Elektronik, dann meine Ladekabel, also für iPad und Handy, beziehungsweise dann auch meinen Laptop, dann meine Brille und ich habe so ein kleines Uni-Portemonnaie. Dann ist immer dabei noch mein Mäppchen sowie natürlich mein iPad, mein Laptop und auch der Lebensinselplaner. Sehr, sehr wichtig, Freunde. Und dann habe ich auch immer noch die AirPods dabei und eine Maske. Die habe ich dann aber noch durch eine FFP2-Maske ausgetauscht, weil in den öffentlichen Verkehrsmitteln, zumindest in Hessen, FFP2-Maskenpflicht herrscht. Und ich habe tatsächlich auch noch mein Outfit für morgen rausgelegt, richtig vorbildlich. Und nachdem mein Rucksack dann gepackt war, bin ich auch schon schlafen gegangen. Der Dienstag war dann also der Tag, an dem ich das Unirep ausprobiert habe und dafür habe ich mich dann natürlich erstmal fertig gemacht, damit ich ein bisschen fresh und ready für den Tag aussehe. Und danach habe ich mich schon flott auf den Weg in die Uni gemacht. Es war noch total dunkel, als ich losgefahren bin, aber als ich dann auf dem Campus endlich angekommen war, war es dann doch zum Glück schon ein bisschen heller. Ich war tatsächlich an dem Dienstag ein bisschen aufgeregt, weil das Unirep findet halt in den Hörsälen statt und ich war ungelogen seit, ich glaube, Ende 2019 nicht mehr in einem Hörsaal und deswegen war ich voll aufgeregt, so wieder dieses Uni-Feeling zu haben. Hat mir ganz gut gefallen und ich habe in der kleinen Pause dazwischen dann mein Frühstück gemampft und ja, war einfach, wie gesagt, in der Unirep-Veranstaltung. Wir haben BG Beate gemacht oder auch Baby Beate und danach bin ich dann mit einer Freundin in die, ja, erstmal nicht in die BIP, sondern erstmal haben wir uns nur ins Gebäude gesetzt und haben die Mittagspause gemacht. Da habe ich dann mein lecker vorbereitetes Essen gemampft und dann sind wir aber in die BIP gegangen und haben uns einen Fensterplatz geschnappt. Und ich mochte die Aussicht total gerne. Ich fand es richtig schön irgendwie. Und bevor ich dann mit der Nacharbeit von dem Rap gestartet habe, habe ich mir erstmal meinen Planer noch geschnappt und habe mir noch ein paar To-Dos aufgeschrieben und auch ein paar Notizen gemacht, was wir heute in dem Rap besprochen hatten. Das hilft mir immer dann für die Nacharbeit, dass ich einfach nochmal sehen kann, okay, was haben wir eigentlich gemacht? Was sind vielleicht wichtige Dinge und so weiter? Und danach habe ich mich dann halt auch schon an die Nacharbeit gesetzt. Und dafür bin ich dann einmal die Folien durchgegangen. Die hatte der Prof schon direkt hochgeladen. Und dann bin ich das einmal durchgegangen, habe das quasi so ein bisschen, ja, abgeglichen mit meinen Mitschriften aus dem Rap und oder aus der Rap-Stunde, whatever. Und habe dann auch nochmal bei meinen Lernzetteln, meinen Übersichten geschaut, ob ich das alles auch so drin habe, ob ich da irgendwas zu ergänzen habe und so weiter. Gegen 15 Uhr habe ich dann erfolgreich die BIP verlassen können, beziehungsweise habe mich generell auf den Weg aus der Uni gemacht, denn ich war an dem Dienstag noch mit einer Freundin verabredet. Wir haben uns in Frankfurt getroffen am Willy-Brandt-Platz und waren dann bei Zeit für Brot. Ich glaube, das ist tatsächlich sogar relativ bekannt und
beliebt. Zumindest so in meinem Freundeskreis habe ich das jetzt schon öfter mitbekommen. Und ich war da vorher noch nie. Und dann war ich ehrlich gesagt ein bisschen excited, das mal zu testen, weil ich immer ganz viele Leute davon schwärmen höre. Und da habe ich mir dann so eine vegane Zimt-Zwetschgen-Schnecke oder irgendwie sowas gegönnt. Also es war wirklich sehr, sehr lecker. Und danach ist auch noch die Sonne ein bisschen rausgekommen. Und ja, generell war es dann auch nicht mehr so regnerisch. Und dann haben wir uns dazu entschieden, noch ein bisschen am Main spazieren zu gehen, haben einfach noch ein bisschen gequatscht und schon mal einen kleinen Verdauungsspaziergang eingelegt, bevor ich dann wieder nach Hause gefahren bin. Das gibt mir jetzt hier gerade richtige Flashbacks zu dem Start meiner YouTube-Karriere. Freunde, könnt ihr euch noch erinnern, dass ich früher immer hier saß und die Videos gedreht habe? Ja, wie ihr bemerkt habt, offensichtlich, ich sitze bei meinen Eltern in meinem alten Zimmer. Die Nuka ist hier hinter mir, der Eddie ist da. Ich weiß nicht, ob man den sehen kann. Aber die sind verantwortlich für die Background-Geräusche, damit ihr ein bisschen Unterhaltung habt. Aber Freunde, der Vlog ist ja etwas, ich sag mal, unnatürlich für mich gestartet. Und zwar mit einem kompletten Voice-Over. Ich habe es leider einfach zwischendurch nicht geschafft, mich vorher irgendwie mal zu melden, persönlich so, ne, mit meinem Face. Und mit in der Öffentlichkeit oder generell in der Uni so vloggen, da bin ich ja nicht so confident mit, dass du wäre. Ja, sitze ich jetzt hier und rede das erste Mal so richtig mit euch. Eddie und Nuka haben uns dann direkt mal verlassen, haben sich so gedacht, gar keinen Bock mehr. Also Freunde, wie gesagt, ich habe es dann nach der Uni einfach auch nicht mehr geschafft, mich zu melden. Ich habe, nachdem ich mich mit meiner Freundin getroffen habe in Frankfurt, bin ich dann nach Hause gefahren und bin dann später zu Timo gefahren, der nämlich gerade wieder Hundesitter spielt. Und ich bin jetzt bei meinen Eltern, also ich war heute Vormittag dann mit Timo noch die ganze Zeit unterwegs und er ist jetzt wieder zu dem Hund gefahren, wo er aufpasst und ich bin jetzt zu meinen Eltern gefahren. Ich musste nämlich das Auto von meiner Mama wieder zurückgeben, weil das morgen gebraucht wird, denn Freunde, morgen früh werden wir meinen Bruder abholen, der war jetzt ein paar Wochen in den USA und willkommen zurück, Eddie. Das ist der Grund, weshalb ich eigentlich jetzt auch noch hier bin. Und zwar werde ich heute bei meinen Eltern schlafen und dann morgen früh zusammen mit meiner Mama und der Frau von meinem Bruder, also meiner Schwiegerschwester. Ich weiß, das ist kein offizielles Wort, aber ich mag das Wort Schwägerin nicht. Deswegen ist es einfach inoffiziell meine Schwiegerschwester. Genau, mit den beiden werde ich dann an den Flughafen fahren morgen und werde dann meinen Bruder abholen. Freue ich mich sehr drauf, ihn auch wiederzusehen. Und ich glaube, das ist auch eine ganz coole Überraschung, weil er gar nicht weiß, dass ich mitkomme. Und Fun Fact, meine Eltern wissen auch noch nicht, dass ich heute hier schlafe. Die sind nämlich auch gerade unterwegs. Okay, Eddie. Und ich weiß auch nicht, wann die genau wiederkommen, aber ich bin dann mehr so, Surprise, Freunde, ich bleibe hier heute über Nacht. Genau, so Freunde. Jetzt aber was Wichtiges. Ich habe es in diesem Vlog noch gar nicht angekündigt, aber ich habe es bereits auf Instagram angekündigt und jetzt kann ich hier eine offizielle Ankündigung machen. Freunde, ich bin sowas von aus dem Häuschen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ich möchte ganz kurz, bevor ich dazu komme, mich einmal auch bei euch bedanken, weil dadurch, dass ihr natürlich meine Videos schaut, mich unterstützt und so weiter, ist das Ganze erst in, ich sag mal, wurde mir das Ganze erst möglich gemacht, dass das überhaupt so weit gekommen ist. So, also fangen wir an. Es geht um ein besonderes Unternehmen. Ein Unternehmen, das mich schon seit fast, ich glaube sogar schon seit über 2 Jahren begleitet mittlerweile. Und von dem ich regelmäßig, Planer vorstelle und euch zeige und ich ja auch mitbekommen habe, dass ihr diese Planer wirklich feiert und dass sie einfach super für euch sind, gerade als Studierende, aber auch allgemein. Und es geht natürlich um die Lebensinsel Planer. Ich habe jetzt hier stellvertretend nochmal den Lebensinsel Esther Planer, also die Esther Version von letztem Jahr. Und vielleicht habt ihr es mitbekommen, Esther macht ja jetzt quasi eine
neue Version ihrer Version. Also es wird ihre Version dieses Jahr in einer anderen Farbe geben. Und der Planer von ihr wird jetzt auch im November rauskommen. Und ich bin sehr excited. Ich freue mich sehr auf ihn. Und ich bin wahnsinnig stolz auf sie, dass sie jetzt schon ihren zweiten Planer dann rausbringt. Aber Freunde, bevor ich jetzt hier noch weiter über Esther schwärme, was ich wirklich gerne tue, möchte ich zu meinem eigenen kleinen Projekt kommen und darf euch einmal verkünden und zeigen, dass ich tatsächlich auch in Kooperation mit Lebensinsel etwas gestalten durfte. Und ich finde es mega cool. Ich habe mich total gefreut, dass ich das machen durfte. Und es ist auch etwas, was mir sehr am Herzen liegt, weil ich eigentlich auch ein sehr kreativer Mensch bin. Ich liebe so Bullet Journal und alles, was damit zu tun hat. Das habt ihr bestimmt auch in meinen Vlogs öfter gesehen. Und bei dem Lebensinselplaner bietet sich das alles natürlich auch an, weil man das so individuell gestalten kann. Und Freunde, here it is! Ich durfte gemeinsam mit Lebensinsel Sticker designen, also ich durfte für Lebensinsel Sticker designen und darf die jetzt quasi an euch weitergeben und ich freue mich mega, es sind diese zwei Blätter hier geworden. Ich zeige euch die Sticker auch gleich nochmal im Detail, damit ihr dann auch sehen könnt, was ihr da bekommt. Ganz wichtig, Freunde, zur Info. Ihr bekommt die Sticker nur, wenn ihr die Planer mit meinem Rabattcode bestellt. Damit das halt eben diese Verknüpfung ist, ihr bestellt über meinen Code und dafür bekommt ihr eben von mir meine selbstdesignten Sticker dazu. Und es ist so weird, das zu sagen, dass es wirklich so ist, dass ich etwas an euch quasi ja, mitgeben kann oder weitergeben kann. Und ich freue mich total. Der Preis des Planers bleibt auch trotzdem gleich. Also wenn ihr mit meinem Code bestellt und eben die Sticker dazu bekommt, dann müsst ihr nicht irgendwie einen Aufpreis zahlen oder so irgendwas. Aber ich freue mich mega, dass ich sowas Kreatives machen konnte und ja halt quasi mein erstes eigenes Projekt so rausbringen kann. Und ich bin wirklich sehr, sehr happy und auch, muss ich wirklich sagen, sehr stolz, weil ich auch sehr lange an diesen Stickern gesessen habe. Die haben tatsächlich sehr viel Zeit in Anspruch genommen und mich auch einige Kraft und Nerven gekostet, weil das mit dem Formatieren nicht ganz so easy war. Aber ich bin umso glücklicher, dass sie jetzt dann endlich fertig sind und dass ihr sie, wie gesagt, mit meinem Code kaufen könnt, beziehungsweise ja, mitbestellen könnt. Dabei ist dann jetzt auch noch wichtig zu sagen, dass die Planer erst ab November verschickt werden. Das heißt, ihr müsstet sie jetzt vorbestellen. Das ist jetzt auch schon ein bisschen länger so, aber das ist eigentlich gar nichts Schlechtes, denn Freunde, es gibt auch einen 10% Vorbestellerrabatt und wenn ihr eben meinen 20% Rabattcode auch noch benutzt, dann spart ihr direkt 30%, kriegt also 30% Vergünstigung und dann dazu meine Sticker. Und dazu möchte ich auch noch sagen, dass es die Sticker wirklich bei allen Planern gibt, wo ihr meinen Code halt eben bei der Bestellung angebt, also sogar bei Esthers Planer. Und das finde ich richtig, richtig cool, dass wir das dann quasi auch so ein bisschen halt verknüpfen können, dass ihr, wenn ihr Esthers Planer kaufen wollt und meinen Code halt verwenden wollt, dann kriegt ihr Esthers Planer plus meine Sticker, also etwas von uns beiden quasi. Und das finde ich richtig, richtig cool und ich freue mich sehr darüber. Also deswegen, Freunde, es lohnt sich auf jeden Fall, bei Lebensinsel in dem Shop vorbeizuschauen. Und dann könnt ihr gerne meinen Code benutzen, könnt euch die Sticker einsammeln und wie gesagt, einmal 10% Vorbestellerrabatt und dann noch meinen 20% Rabattcode nutzen. Und dann werden im November auch die ganzen Planer bei euch eintrudeln. Und ihr müsst mir dann unbedingt Bescheid sagen, wie ihr die Sticker findet, ob sie euch gefallen, ob ihr das cool findet, ob ihr generell auch so Sticker benutzt oder Washi-Tape oder alles, was man eben in so einem Planer oder auch Bullet Journal benutzen kann. Ich bin aber ja wirklich ein Riesenfan von. Ich liebe das und ich weiß auch schon, dass ich meine Sticker selber die ganze Zeit benutzen werde. Ich spare sie momentan ein bisschen auf, damit ich sie dann direkt in meinem neuen Planer komplett einkleben kann. Aber ach, ich freue mich. Ich finde das einfach so, so cool und ich bin ja einfach richtig, richtig happy. Denn wie gesagt, es ist einfach so, ja, es ist mein Herzensprojekt. Ich habe da sehr viel Arbeit reingesteckt und es freut mich einfach mega, dass ich halt sowas an euch geben kann, was halt sowas auch Persönliches von mir ist, weil ich die, wie gesagt, selber gemacht habe. Und natürlich ist auch ein Dino dabei, was ja so ein bisschen nicht ganz Community-Zeichen ist, aber ne, durch Esthers und meine Insider-Jokes, I don't know, was auch immer, haben wir ja festgelegt, dass ich ein Langhals bin und deswegen ist er natürlich auch mit am Start. Und
Ich weiß, ich schwöre mich hier ein bisschen sehr. Es ist jetzt gerade hier ein langer Talk geworden. Aber Freunde, wie gesagt, ich bin excited und ich bin aufgeregt und ich bin gespannt, was ihr sagen werdet. Deswegen, ich will euch jetzt auch nicht weiter nerven. Aber wie gesagt, ich bin total, ja, einfach glücklich aus dem Häuschen. Ich freue mich einfach sehr. Ich sehe hier gerade so ein bisschen zerrupft aus. Aber Freunde, wir gehen jetzt runter. Meine Mama hat mir nämlich gerade geschrieben, dass sie jetzt nach Hause fahren. Und ja, sie rechnen ja nicht damit, dass ich schon hier bin. Und ich werde gleich mal gucken, wie sie reagieren, wenn ich jetzt einfach sage, ja, Freunde, ich übernachte jetzt heute hier. Ich vlogge das mit, weil ich wollte eure Reaktion hören. Aber man sieht euch nicht, keine Sorge. Also Freunde, habe euch was zu sagen. Ich werde heute Nacht hier schlafen. Oh, wie schön. Das freut mich aber. Freut mich auch. Freuen wir uns? Ja. Ja. Wir haben auch viele Neuigkeiten. Oh je, oh je. Hallo, ich bin, wie man sehen kann, wieder zu Hause und sitze auch bereits am Schreibtisch. Wir haben jetzt gleich 11:30 und ich bin ein bisschen spät in den Tag gestartet, aber ich habe dafür ein paar Dinge erledigt, die ich schon lange aufgeschoben habe. Dazu gehören nämlich auch Telefonate. Ich musste nämlich ein paar Arzttermine ausmachen und ja, das habe ich eine Weile vor mir hergeschoben, weil ich das überhaupt nicht mag. Aber heute habe ich mich dem Ganzen gestellt und habe das erledigt. Und ich habe endlich auf meinem MacBook eine Folie aufs Display aufgetragen. Das wollte ich schon so lange machen und ich habe die Folie bestimmt auch schon 4-5 Monate oder so. Aber ich habe es irgendwie immer wieder rausgezögert, weil ich das auch hasse, so Screen Protector Dinger anzubringen. Ja, aber ich habe es gemacht, ich habe es geschafft. Und jetzt, Freunde, widme ich mich mal wieder einer Klausur. Diesmal aus dem Uni-Rep. Ich mache zwar weiterhin den Hämmer-Klausuren-Kurs, aber da gibt es jetzt vom Rep diese Woche Kursferien und dann findet eben auch kein Klausurenkurs statt. Und ich dachte mir, dadurch, dass ja, das Uni-Rep diese Woche begonnen hat, werde ich mich einfach mal trauen und eine Uni-Rep-Klausur machen. Und ja, ich bin sehr gespannt, muss ich sagen, weil es sind zwei sehr kurze Fälle und das für 5 Stunden. Ich weiß nicht. Also 5 Stunden Klausuren sind sowieso immer anstrengend, aber ich finde, wenn die Klausuren so kurz sind, dann ist es noch schwieriger, weil dann hat man weniger Angaben und kann halt weniger aus dem Sachverhalt verwerten, als wenn es jetzt irgendwie ein Sachverhalt von, weiß ich nicht, 2-3 Seiten ist oder so. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das wirklich dann funktionieren wird. Im ersten Satz steht auch schon Grundstück und ja, Freunde, das gibt mir ein bisschen Angst, dass es Sachenrecht ist. Etwas, was ich ja wirklich gar nicht kann. Aber egal, ich probiere das trotzdem. Mein Plan ist auch, jetzt erstmal Klausuren nur zu gliedern, weil das auch ein Punkt ist, an dem ich arbeiten muss, dass ich halt kaum Klausuren gliedere. Also auch in den Examensklausuren habe ich wirklich sehr sporadisch nur Gliederungen gemacht, teilweise nur so 20 Minuten und sehr unvollständig und alles. Und das will ich halt unbedingt üben. Und deswegen, ja, setze ich mir jetzt mal ein Zeitlimit von 3 Stunden, was man eigentlich ja auch nicht nutzen sollte. Also man sollte ja eigentlich, ich glaube, 1/3 der 5-stündigen Klausur mit der Gliederung verschwenden. Aber ich habe gesagt, ich nutze das jetzt einfach mal und setze mich jetzt 3 Stunden hin, weil ich sehr wahrscheinlich auch Hilfe brauchen werde, also Hilfsmittel. Machen wir das jetzt mit der Klausur. Ich habe übrigens meine Haare gerade geföhnt, deswegen sind die so fluserig und stören mich die ganze Zeit im Gesicht. Man könnte sich auch einen Zopf machen, aber okay, ich sollte jetzt hier wirklich mal aufhören zu reden, ne? Let's try diese Klausur. Thank you.
So, Freunde, ich bin wieder zurück am Schreibtisch. Ihr habt gar nicht mitbekommen, dass ich weg war. Aber ich öffne hier gerade nochmal den Sachverhalt von der Klausur. Ja, es ist schon etwas später. Es ist tatsächlich schon 5 Uhr. Ich will es eigentlich gar nicht aussprechen. Aber ich habe die Klausur fertig gegliedert. Ich habe nur 2 Stunden dran gesessen. Nur, in Anführungszeichen. Aber es lief nicht ganz so geil. Also ich muss auch sagen, dass mich das ein bisschen deprimiert hat, weil es war wirklich irgendwie, glaube ich zumindest, so eine sachenrechtliche, bereicherungsrechtliche Abtretung, Aufrechnung, I don't know, was alles noch, Kacke. Aber irgendwo versuche ich mir trotzdem zu sagen, dass es nicht schlimm ist und dass jeder Schritt zählt. Und versuche einfach, ein weitgehend möglichst positives Mindset zu haben, auch wenn die Klausur jetzt nicht so lief, wie ich es mir vielleicht erhofft hätte. Aber egal, ich habe dann auf jeden Fall Pause gemacht, zusammen mit Timo. Nicht, dass jetzt hier gedacht wird, irgendwie, ich habe 2 Freunde. Aber ich switche manchmal zwischen Timmy und Timo, je nachdem, wie ich gerade lustig bin. Auf jeden Fall war er hier und wir haben zusammen dann Mittagspause gemacht quasi, also Nachmittagspause eigentlich, und haben Wraps gemacht, war sehr, sehr lecker. Und jetzt habe ich mich nochmal an den Schreibtisch gesessen, weil ich euch kurz von dem Sachverhalt erzählen wollte, von der Klausur. Und zwar habe ich euch ja schon davor gesagt, es sind sehr kurze Fälle, also es gab einen Ausgangsfall und dann eine Abwandlung. Und zwar ging es darum, dass der E sein Grundstück verkauft hat an den V, und auf diesem Grundstück gibt es eine Obstplantage, und nachdem eben dieser Verkauf fertig war, quasi, hat der V diese Obstplantage an den P verpachtet. Und da war ich schon so, geil, Pachtvertrag, ist ja richtig schön. Und ja, dann in dem folgenden Jahr hat der P Obst im Wert von 25.000 Euro geerntet. Weil er dieses Obst aber einlagern muss, reicht ihm der Ertrag aus der Obsternte nicht, angesehen von dem hohen Pachtzins, den er monatlich an den V zahlen muss. Und denkt einfach, ja, er kann quasi mit dem kompletten Grundstück einfach machen, was er will. Also mit dem verpachteten Gegenstand quasi, also mit dieser Obstplantage. Und auf dem Grundstück befindet sich auch eine Holzhütte. Und das gewonnene Holz, das er aus dieser Holzhütte nimmt, also er, ich wollte gerade sagen, schlachtet die, aber er reißt die ab quasi. Genau, und das Holz, was er aus dieser Hütte dann rausschlägt, verkauft er dann an einen Holzhändler für 5.500 Euro. Und die Holzhütte hatte aber einen Wert von 7.500 Euro. Und jetzt, wie könnte es anders sein, erfährt der E, dem das Grundstück ursprünglich ja gehört hatte, dass sowohl der Kaufvertrag, also der Verkauf, als auch die Übereignung dieser Obstplantage an V wegen einer fehlenden landwirtschaftlichen Genehmigung unwirksam ist. Und daraufhin möchte dann der E wissen, welche Ansprüche er sowohl gegen den V als auch gegen den P hat. Und da sollte man dann gutachterlich Stellung nehmen. Also ein super spaßiger Fall. Ich fand es wirklich toll. Und in der Abwandlung ging es dann darum, dass auch der Pachtvertrag eben zwischen P und V unwirksam ist und der P aber in diesem Fall die Holzhütte nicht abgerissen hat, sondern einfach intensiv für seine landwirtschaftlichen Arbeiten genutzt hat. Und deswegen will dann der E Ansprüche gegen den P geltend machen, nachdem der V, vorher dem E alle ihr zustehenden Ansprüche gegen den P abgetreten hat. Also die V hatte Ansprüche gegen den P und hat diese Ansprüche an den E abgetreten, und der E möchte diese Ansprüche jetzt gegen P geltend machen. Genau, und deswegen meint eben der E, dass er gegenüber dem P einen Anspruch auf Zahlung von 200 Euro hat, dadurch, dass er ja diese Holzhütte genutzt hat. Und der P sagt aber, nö, er müsse dem E nichts zahlen. Außerdem würde er hilfsweise dem E entgegenhalten, dass ja dann der P eigentlich von der V einen Anspruch auf Rückzahlung
das monatlichen Pachtzins hat. Genau, und dann ist halt eben die Frage, kann E von P Zahlung dieser 200 Euro verlangen? Wie gesagt, dafür, dass der P diese Holzhütte halt nicht abgerissen hat, sondern für seine Arbeiten genutzt hat. Und da muss ich mir, das habe ich ja auch ein bisschen mitgewirkt, erstmal natürlich eine Skizze anfertigen, eine Personenskizze, weil da ging es ja von dem einen zum anderen, zum nächsten, also ja, da ist ja ziemlich viel abgegangen mit den ganzen Personen und ich finde das sowieso immer so ein bisschen schwierig, wenn man da einfach nur Buchstaben hat. Ja, das war spaßig. Da musste ich erstmal wissen, okay, wie sind jetzt die Beziehungen der Personen untereinander? War ein bisschen difficult, aber ich habe es geschafft. Ja, jetzt habe ich, wie gesagt, einfach meine Gliederung erstellt. Ich bin gespannt, wie das dann im Unirep-Klausurenkurs ausgeht, wenn das besprochen wird. Und ich bin auch mal gespannt, ob wir dann direkt an dem Dienstag die Lösung auch bekommen. Das weiß ich nämlich gar nicht. Aber ja, ich werde auf jeden Fall diese Klausur intensiv nacharbeiten müssen. Das weiß ich jetzt schon. Und ansonsten habe ich mir eigentlich auch jetzt lerntechnisch nichts mehr vorgenommen für diesen Freitag, weil es doch ja jetzt ziemlich intensiv war und ich ehrlich gesagt auch Kopfschmerzen habe. Und ich weiß auch nicht so ganz, was ich jetzt machen soll. Das ist immer noch so mein Problem, dass ich noch nicht so richtig weiß, wie ich was wann machen soll. Weil ich habe ehrlich gesagt jetzt schon ziemlich so Kopfrauschen und ich fühle mich jetzt nicht so, als könnte ich jetzt noch aktiv was lernen, also irgendwie Karteikarten machen oder meine Übersichten durchgehen. Ja, ich weiß nicht, irgendwie bin ich so ein bisschen gerädert, kann man glaube ich ganz gut sagen. Und deswegen bin ich gerade am Überlegen, ob ich entweder meine zwei Ergänzungslieferungen einsortiere, die ich noch zum Einsortieren habe, oder, und das wäre eigentlich auch nicht wirklich eine schönere Variante, aber eine, die dringender ist, dass ich meine Steuererklärung mache. Die habe ich nämlich leider immer noch nicht fertig gemacht. Sollte ich eigentlich, weil Abgabe ist am 31.10. Ja, ich glaube, ich mache lieber die Steuererklärung, weil da kriege ich jetzt gerade so ein bisschen Herzklopfen, wenn ich daran denke. Ich muss ja aufgrund meines Gewerbes mit Social Media eine Steuererklärung machen. Und ja, das ist jetzt dann meine zweite. Ja, wirklich Übung habe ich halt dadurch noch nicht. Und ich finde das irgendwie alles nicht ganz so übersichtlich und durchschaubar. Aber ich werde es einfach probieren und hoffen, dass es dann soweit fertig ist, damit ich dann mich damit nicht mehr so lange rumschlagen muss. Und ich glaube, meine Waschmaschine ist auch fertig. Ich glaube, ich muss erstmal Wäsche aufhängen. Ja, ich habe gar keine Lust. Aber Freunde, ich würde sagen, ich beende dann das Video einfach an dieser Stelle. Und ja, gehe jetzt erstmal kurz raus, mir die Beine vertreten und dann setze ich mich an die Steuererklärung. Das ist jetzt so mein Plan. Ich möchte euch nochmal daran erinnern, wie gesagt, dass ihr, wenn ihr mit meinem Code bei Lebensinsel bestellt, meine selbstdesignten Sticker dazu bekommt. Und ich bin wahnsinnig gespannt, wie sie euch gefallen werden. Bitte, Freunde, lasst mir Feedback da. Ganz, ganz viel. Ich bin super gespannt. Generell auch, ob ihr so Sticker nutzt und sowas. Ich bin davon ja total der Fan, auch so mit Washi-Tape und generell so Bullet Journal ist ja voll mein Ding. Also ich liebe das. Und deswegen, wie gesagt, checkt meinen Code aus, bestellt über meinem Code, dann ja, bekommt ihr die Sticker dazu. Und vergesst nicht, dass Esther einen neuen Planer rausgebracht hat, dass dieser dann auch ab November erhältlich sein wird, verschickt wird. In der roten Variante, nicht jetzt in der grünen, wie ich sie doch habe. Ja, aber ich würde mich sehr freuen, wie gesagt, wenn ihr da zuschlagt. Ich kann euch die Planer auf jeden Fall empfehlen. Also Freunde, viel Spaß beim Shoppen. Seid schön organisiert für das neue Semester und dann verabschiede ich mich mit diesen letzten Worten. Wünsche dir wie immer noch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Morgen oder einen wunderschönen Tag, wann auch immer du dieses Video siehst. Bleib gesund, pass auf dich auf und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Tschüss!